Kapitel 13. Das wahre Monster. Bald legte das Lapras am Vulkan an, an welchem sich bereits eine Spur des Weges aufzeigte. An der Anlegestelle der Insel ruhte nämlich ein Artgenosse. Flamme musste hier sein. Aber trotzdem blieb die Sorge. Immerhin würde sich Entei auf dieser Insel herumtreiben. Und genau dies war für Darkrai ein Grund, die Initiative zu ergreifen. Für nun ist es, denke ich, besser, wenn ihr euch alle hinter mir haltet. Falls wir Entei begegnen, wovon auszugehen ist, sollte er sehen, dass ich euch begleite, dann wird er uns passieren lassen. Ja, geh du vor. Wenn du weißt, wo wir hin sollen, weil ich tu das nicht. Und die anderen auch nicht. Weißt du, wie haben wir am Vulkan ein einzelnes Vulpix finden sollen? Der Gedankengang der gesamten Gruppe war derselbe, welcher auch Flamme an diesen Ort gehabt hatte. Ampharos hat uns gesagt, dass Flamme nach der Hitze sucht. Davon gibt's hier scheinbar nicht mehr viel, außer... Ein wissender Blick fiel auf die noch ruhige Spitze des Berges, von welcher ein wenig Rauch aufstieg. Außer da oben. Genau wie ich am Gletscherpalast schon gesagt habe. Das Ziel ist immer an der Spitze. Darkrai nickte bloß zustimmend, bevor er sich in Bewegung setzte. Wir sollten aufbrechen. Auf dem Weg nach oben sollten zwei Pokémon das Ziel sein. Flamme und Entei. Wenn die Gruppe Flamme direkt fand, umso besser. Aber wenn sie Entei trafen, könnte er immerhin eine Quelle von Informationen sein. Wenn jemand Flamme bereits gesehen hätte, dann war er es. Ob das allerdings etwas Gutes war. Und wie soll es auch erwartet hatte. Entei wäre das Pokémon, auf welches er und seine Gruppe als erstes trafen. Zumindest zeigte Darkrais Reaktion dies. Denn nach all den Erzählungen war das Fukano nicht dafür bereit gewesen, den scheinbar so mächtigen Wächter anzutreffen, wie sie es taten. Ein massives, löwenartiges Wesen, welches mitten auf dem Pfad gerade mit sich selber kämpfte, um überhaupt aufzustehen. Teile seines Felles wirkten versengt, andere zeigten blutende Schnitte auf. Einer der beiden eckigen Fortsätze am Maul des Pokémon war abgebrochen, der andere völlig verdreckt. Die Schritte der Neuankömmlinge hörend, wurde der Wächter kurz panisch. Selbst in diesem Zustand durfte er Eindringlingen keine Schwäche zeigen. Halt! Fremde haben keinen Zutritt auf! Letztlich war es weniger Glück der Reisenden, als das Glück Entes selber, dass er Darkrai erkannte. Darkrai! Du bist es! Weshalb bist du hier? Weshalb seid ihr hier? Es war klar, dass Darkrai lieber zunächst drüber reden würde, was denn mit Entei geschehen war. Doch gleichermaßen war der Wächter stolz. Zu stolz, als dass er jedwede Schwäche eingestehen würde. Und Darkrai würde dieses Verlangen respektieren. Wir sind in friedlicher Absicht hier. So wie ich es immer bin. Uns führen Spuren an diesen Ort. Spuren eines Pokémon, welches zu uns gehört, welches jedoch geflohen ist. Pokémon! Pokémon habe ich hier nicht gesehen! Nicht in Wochen! Aber wenn kein Pokémon hier war, wer hat dich dann so zugerichtet? Solch sonstige Rücksicht trat einmal ab, da er genau erkannte, dass an Enteis Aussage etwas faul war. Das war kein Pokémon! Ich glaube nicht, dass es ein Pokémon war! Dass es Pokémon waren! Zwei Bestien waren heute hier! Zuerst ein Ungeheuer, ein Dämon, das sich als Vulpix ausgibt. Selbst als ich es ziehen lassen wollte, es kannte keine Gnade. Die zweite Gestalt konnte ich nicht einmal versuchen zu stoppen. Sie sah aus wie ein Arcanier, aber komisch. Das war auch kein Pokémon, ich bin mir sicher. Das Vulpix muss Flamme gewesen sein. Aber wenn er das war und... Dann ein Akani. In jenem Moment brach die Ruhe an der Spitze des Vulkans und der leichte Rauch schwand, als in großem Lärm ein wahrer Feuersturm emporbrach,
welcher sogar den Sturm kurz durchdrang. Sakit, wir müssen da hoch, sofort. Ich störe euch nicht im Weg, wenn ihr mir diese Bestien hier wegschafft. Dem letzten Satz hörte Sol gar nicht mehr zu. Entei lag hinter der Gruppe. Darkreis zwang, die Gruppe zu führen, endete. Also los! Hinter Sol folgte auch der Rest des Teams, welches gerade seins war. Über manche der Worte Entei machten sie sich wenige Gedanken. Gerade darüber, dass es angeblich Flamme gewesen war, welcher den Wächter so zugerichtet hatte. Worum es ging, war Sakit. Ein Bote Omegons selber. Und Flamme war dort oben, alleine mit dem Arcani in einem Kampf, wie er einseitiger kaum sein könnte. Bald erreichten die fünf Pokémon also die Spitze des Berges und das Schlachtfeld eines Duells. Allerdings war auch hier der Anblick überraschend. Was hier vor sich ging, war kein einseitiger Kampf zwischen Arcani und Vulpix. Stattdessen stand dem sensenschwingenden Löwen ein mächtiges, doch vor allem rücksichtsloses Vulnona gegenüber, welches durchaus in einem Duell mithalten konnte. Selbst gegenüber der Sternenkraft Omegons. Stopp! Alle beide! Tatsächlich folgten beide Angesprochenen dieser Aufforderung. Und wenn es nur aus Überraschung war. Scheinbar hatte keiner der beiden Kämpfer damit gerechnet, dass noch jemand zu ihnen stoßen würde. Sol und auch Darkrai, Funkenherz und Latira. Und bist du nicht das seltsame Mann aus dem Wald? Warum seid ihr alle hier? Tatsächlich wirkte Sakit erleichterter über die Ankunft der neuen Pokémon, als Asche es tat. Ihr seid endlich hier! Ich hatte zwar nicht damit gerechnet, aber ich kann die Hilfe gebrauchen. Hilfe? Sakit, du vergisst, auf welcher Seite der Geschichte du stehst. Nein, Flamme. Omegon hat es mir klar gesagt. Du hättest deine Gruppe besser im Auge behalten müssen. Denn nicht alle von euch kämpfen wahrlich für dasselbe. Na los, tritt hervor. Das Pokémon, das auch für Omegon kämpft. Es sollte ein Moment des größten Schocks sein. Jedoch wusste Sakit nicht, dass die Fronten sich schon geändert hatten. Funkenherz trat vor, entschlossenen Blickes. Und Asche zeigte nicht mehr als Missgunst. Das wäre ich. Sakit, kannst du Omegon eine Nachricht ausrichten? Kannst du das nicht selber, wenn wir hier fertig sind? Nein! Sag dem Dreckskerl, dass ich viel zu viel gesehen habe, um ihm auch nur eine Sekunde länger zu folgen. Zur freudigen Überraschung des Vulnona war Sakit nicht bereit, als auf einmal ein Blitz mitten in ihn einschlug. Du bist zu spät. Meine Freunde wissen alle, für wen ich aufgebrochen bin, aber auch für was ich jetzt stehe. Eure Überraschung ist hinfällig. Überrascht. Und sichtlich nicht im Positiven, blickte Sakit erzürnt zu Funkenherz. Soll das eine Verlade sein? Omegon hat mir versprochen, auf Mitstreiter zu treffen, damit diese Mission leichter wird. Du wendest dich von einer sicheren Zukunft ab, Luxio. Du gibst dein Leben für ein unerreichbares Ziel. Sein Leben wird heute nur einer geben. Beinahe erwartete Sol, dass Sakit in einer Wolke aus Rauch einfach schwinden würde. Aber dies war nicht, was geschah. Ich will nicht kämpfen müssen. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber die Anweisungen Omegons waren klar. Ihr seid ihm zu weit gekommen. Es muss Blut fließen. Wie selbstverständlich stellte sich das Vulnona vor seine Gruppe. Den Blick weiterhin auf den Feind gerichtet. Ich hätte das ja auch ohne eure Hilfe geschafft. Aber wenn ihr euch in diesen Kampf einmischen wollt, bin ich der Letzte, der euch stoppt. Das macht es nur einfacher. Solange ihr keine Gnade zeigt. Für Gnade ist dieser Arcani schon viel zu weit gegangen. Rote Flammen umgaben das Vulnona in jenem Moment.
Und es wird Zeit, dass er endlich Konsequenzen erfährt. Der Kampf, welcher entfachte, war keiner, welchen Sakit mit Herz und Seele führte. Dieser kannte selbst Zol. Doch was an Entschlossenheit fehlte, machte die Kraft des Sternlichtes wieder wett. Mit der Ankunft eines ganzen Teams änderten sich die Zahlen des Kampfes natürlich. Aus einem 1 gegen 1 wurde ein 1 gegen 6. Wobei es sich auch etwas falsch anfühlte zu behaupten, dass Sakit alleine war. Mit ihm kämpften Flammen, welche beinahe schienen, als hätten sie einen eigenen Willen. Und natürlich seine Sense, welche wie von Sternen geleitet schien. Dafür hatte die Gruppe um Zol einen Mitstreiter, wie das Fukano ihn nicht erwartet hatte. Dieses Vulnona war nicht mehr Flamme. Sie hätten sich dies schon erschließen können, als sie bei ihrer Ankunft einen ausgeglichenen Kampf vorfanden. Aber dies war auf keinen Fall dasselbe Pokémon wie das Vulpix, welches vor kurzem in einem Duell gegen Zol über seine eigenen Beine gestolpert war. Dieses Vulnona kämpfte mit Emotionen. Nein, mit einer Emotion. Hass. Purer, reinster Hass. Aus der tiefsten Seele. Dieses Arcani, dieses Pokémon. Es war schuld an Zoroarks Tod. Er und sonst niemand. Das Vulnona, welches einst Flamme war, war kein Kämpfer. Dazu kämpfte er nicht mit genug Stärke, nicht mit Macht. Er war ein Richter. Was ihn führte, war Gerechtigkeit. Eine gnadenlose Form von Gerechtigkeit. Eine Form, deren Limits nicht waren. Eine Gerechtigkeit, die nicht Pokémon sah, sondern Taten. Eine Gerechtigkeit, die sich durchsetzen wollte, egal welche Mittel nötig waren. Sakit hingegen schien eher damit beschäftigt, herauszufinden, wie er aus diesem Kampf das beste Ergebnis ziehen könnte. Sich zurückzuziehen war keine Option, denn damit würde er Omegons Anweisung trotzen. Aber ein Erfolg wirkte gerade auch nahezu unerreichbar. Während Darkrai und Latira ihren Kampf hauptsächlich auf die Sternsense fokussierten, musste Sakit selber nun gegen 4 Pokémon antreten. Während gerade das Vulnona alleine schwierig genug gewesen war. Zumal die Ankunft Zols auch einen gewissen mentalen Rückhalt mit sich brachte. Das Vulnona, welches Sakit zuvor bekämpft hatte, teilte sich wenig mit dem Vulpix, das einst sein Sohn war. Zol jedoch, er war immer noch dasselbe Fukano wie vor dem Krieg. Diesen Rückhalt merkte man jedoch kaum nach außen hin. Die vielen Flammen störten Zol wenig. Funkenherz und Mew achteten eher auf diese, aber auch pure Krallen und Bisse waren eine mächtige Waffe. Dazu konnte Sakit noch Techniken nutzen, die scheinbar aus purem Sternenlicht entstammten. Und alles boten. Von simplen Projektilen bis zu einer Art Blendgranaten oder einem Lichtblitz, welcher sein Ziel immobilisieren konnte. Gerade letzteres war eine gefährliche Technik, da sie für einige Sekunden keine Option für Gegenwehr ließ, sondern einen für jeden vorstellbaren Angriff öffnete. Die Entstehung dieses Effektes durch einen Lichtblitz bot jedoch auch die Schwäche. Denn das bloße Schließen der Augen ließ die Technik wirkungslos. Leider hatte das Schließen der Augen in einem chaotischen Kampf auch einen relativ offensichtlichen Nachteil. Man sah nämlich nichts mehr. Allerdings war die Immobilisierung auch eine Technik, welche in einem 1 gegen 1 bei weitem effektiver wäre. Denn auch wenn es denn ein Lichtblitz war, er konnte nur ein Pokémon beeinflussen. Selbst wenn Zol also kurz erstarrte, Sakit musste es erst einmal schaffen, die wenigen Sekunden zu nutzen, während noch 3 andere Feinde ihn bedrängten. Am genauesten
solange das Vulnona ihn nebenbei bedrängte. Eine Blendgranate erhellte den gesamten Raum, während ein zweiter Lichtblitz im gleichen Moment erstrahlte. Jener zweite Blitz war nicht auf Sol abgezielt, was für diesen auch gut war, denn so konnte er gerade einer Barrage von Projektilen ausweichen. Der zweite Blitz war an das Vulnona gerichtet, welcher auch getroffen wurde. Die Projektile waren Ablenkung für den Rest, als der Kid mit sternenlichtglühenden Krallen lossprang und mit Wucht von einem Vulnona zu Boden gedrückt wurde. Glaubst du etwa, die Gerechtigkeit weicht deinen lächerlichen Tricks? Eine Art blutrote Dornenranke schoss aus dem Boden und durchdrang Sakit. Lange nicht. Du bist schwach. Schwer, jedoch nicht tödlich verletzt, stolperte Sakit ein Stück zurück. Anweisung hin oder her. Er konnte nicht bleiben. Dieses Mon war nicht sein Sohn. Das einzige Blut, das hier vergossen werden würde, wäre Sakits eigenes. Bitte, du sagst, wir sind nicht stark genug für diese Mission. Aber siehst du nicht? Wir können Omegon stürzen. Zusammen. Ja. Ihr könnt keine Götter stürzen. Ihr seid stark, aber nicht stark genug. In einem seltenen Anfall, welcher selbst Sol doch etwas überraschte, mischte sich sogar Mew ein. Natürlich sind wir stark. Diese Pokémon haben schon eine Stimme des Lebens getötet. Und das ohne mich oder Darkrai oder eine Entwicklung. Richte das doch mal deinem Omegon aus. Mal sehen, wie er das findet. Sol hatte nicht einmal mitbekommen, dass jemand Mew von Trikifalo erzählt hatte, aber gleichzeitig hatte er auch kaum auf das Mon geachtet. Und Unrecht hatte das mystische Pokémon wahrlich nicht. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Bitte, dreht um. Um euren eigenen Willen. Ihr dürft Omegon nicht weiter erzürnen. Bitte. Erneut ein greller Lichtblitz. Erneut eine Blendgranate. Doch dieses Mal, als das Licht verebbte, war das Akani fort. Geflohen. Geschlagen. Der Diener Omegons konnte diese Gruppe nicht mehr bezwingen. Auch nicht mit der Kraft seines ruchlosen Lords.